Jetzt wandere ich hier mit meinem Rucksack durch Las Palmas. Ich fühle mich wieder so ein bisschen wie in Thailand, Backpacken. Total bewölkt heute, aber es ist schon verdammt warm. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es wirklich so warm ist. Da hat einer Hunger gehabt, ey. Sauber abgebissen. Here we go. Es ist so unfassbar heiß hier unten in diesem Kellerabteil. Es sind 30 Grad hier unten. Das ist so eklig. Gucken, wie warm das gleich hier auf der Insel ist. Come on. Wow. Hier werden wir, Leute. Ich bin auf der Insel. Jawohl! Geil. So, was mache ich jetzt? Ja, Leute, hier bin ich jetzt am Strand. Ich bin erstmal zum Strand gefahren. Ich bin heute zu früh aufgestanden, gestern auch relativ spät pennen gegangen. Ich muss mich erstmal hinlegen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause und Ruhe. Okay, genug rumgelegen. Jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich mir erstmal was zu essen organisieren. Damit ich auch mal ein bisschen kochen kann, auch mal ein bisschen was Gesundes machen kann, damit ihr nicht komplett scheiß Eindruck von mir habt. Ja, wie ihr seht, ist das hier richtig warm. Ich stehe oberkörperfrei. Es ist total bewölkt heute, aber es ist schon verdammt warm. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es wirklich so warm ist. Oh ja. Ja, Internet muss ich auch noch finden. Ich muss nämlich noch ein bisschen was runterladen auf meinen Laptop. Also erstmal essen und dann Internet und dann mal schauen. Zieht euch das rein. Ich habe hier einen ganzen Beutel voller Früchte und Gemüse. Sind Bananen, Avocados, Kaki, Paprika, Zwiebel, Zucchini. Und das habe ich alles für 4,50 Euro bekommen. Das ist echt verdammt günstig, konnte ich jetzt gar nicht glauben. Und ein Brot habe ich auch noch dazu bekommen. Verdammt gut. Okay, das Essen ist gekauft. Dafür ist gesorgt. Nächster Step, WLAN finden. Jetzt wandere ich hier mit meinem Rucksack durch Las Palmas. Ich fühle mich wieder so ein bisschen wie in Thailand, Backpacken. Ich habe es geschafft. Ich habe Wi-Fi gefunden, es war echt nicht einfach. Aber dann habe ich irgendwann doch an so einen kleinen Imbiss so eine Wi-Fi-Station gefunden. Und jetzt werde ich erstmal wieder zum Strand fahren. Es ist so warm und ich bin ziemlich kaputt heute. Ich habe schlecht geschlafen. Und ich werde heute, denke ich mal, nicht mehr viel machen. Nur noch ein bisschen auf die faule Haut legen. Und jetzt suche ich erstmal mir einen Parkplatz am Strand. Hier bin ich jetzt angekommen, ziemlich K.O., aber endlich am Meer und am Strand. Und Leute, ich will nur noch ins Wasser. Nicht nur, weil es zu warm ist, ich muss auch unbedingt mal wieder duschen. Deswegen heißt es jetzt erstmal ab ins Wasser.
Guck mal, Leute, da liegt ein Fisch. Da hat einer Hunger gehabt, ey. Sauber abgebissen. Der ist gar nicht mal so klein. So, ich bin wieder zurück. Das hat richtig gut getan. Richtig frisch fühle ich mich jetzt wieder. Bisschen abgekühlt. Und am Strand ist auch direkt eine Stranddusche gewesen. Also perfekt. Und ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich hier mein Auto auf Vordermann bringe. Sieht ja schlimm aus. Und ja, ein bisschen aussortiere. Die Sachen, die ich jetzt nicht mehr so brauche. So Pullover oder irgendwie sowas. Und ja, ich werde einfach ein bisschen aussortieren, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Alles, was ich nicht brauche, kommt dann erstmal in die Dachbox. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Und da die Sonne hier so wunderbar scheint, muss ich das gleich ausnutzen. Und gleich mal was aufladen hier. Und zwar den Akku für die Kamera. Zack. Ja, bin hier gerade fleißig am Aufräumen. Und mein Nachbar, das ist der im blauen Bulli, kam gerade vorbei, Spanier, hat mir erstmal Bananen und eine Kaki geschenkt. Die sind sogar kalt, hat den Kühlschrank. Richtig cool, die Bananen sind richtig lecker hier auf den Kanaren. Ich bin jetzt nochmal am Wasser gewesen, im Meer, habe mich nochmal abgekühlt. Ich bin schon wieder richtig ins Schwitzen gekommen, es war richtig warm. Aber jetzt hat sich's richtig schön zugezogen. Ja, was heißt schön? Es hat sich zugezogen, es war schön windig geworden. Wieso schön? Es ist windig geworden und ich habe jetzt richtig Hunger bekommen. Und jetzt machen wir was Kleines zum Essen. So, fangen wir mal an. Ich nehme mal eine Avocado. Schneiden. So, jetzt schneide ich die hier einfach komplett ein. Also ganz viele Scheiben schneide ich hier quasi, aber noch in der Schale. Vorsichtig, dass man nicht durchschneidet. So, jetzt nehme ich mir hier mein Brötchen, was ich genommen habe, was ich heute gekauft habe. Jetzt brauche ich einen Löffel. Jetzt löffel ich die ganze Pampe hier raus. So, jetzt noch schön verteilen hier irgendwie. Damit das auch ein bisschen gut aussieht. Dazu noch eine Tomate. Eine halbe. So, aber jetzt kommt ja der Clou. Und das ist das gute Zeug hier. Hallo. Ich verpasse dir eine Gänse. Das nennt sich Kala Namak. Das ist ein indisches Spezialsalz. Kann man auch Schwarzsalz zu sagen. Und das haue ich mir jetzt über die Avocado rüber. Und ich kann nicht beschreiben, wie geil das schmeckt, Leute. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Ich sag so viel, also das schmeckt, wenn das Salz da drüber ist, weil das ist so eine Art Schwefelsalz. Das schmeckt original wie Ei. Wie geschnittenes, gekochtes Ei. Probiert es auf jeden Fall mal aus, wer es noch nicht kennt. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere hat es schon mal gehört und schon mal benutzt. Schreibt mal auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie ihr das so findet. Also Mahlzeit, Leute. Ich lasse mir schmecken. Ich liebe dieses Hack. Ich habe jetzt mein Bett aufgebaut hier und zwar aber richtig diesmal. Das heißt hier
Und hier hinten habe ich auch alles umgeklappt. Das heißt, heute werde ich richtig geil schlafen, werde mich hier richtig lang machen und mich richtig schön ausschlafen. An dieser Stelle werde ich jetzt auch erstmal Schluss machen mit dem Video. Das geht, denke ich, schon lang genug. Ja, und vielleicht bleibe ich hier noch ein, zwei Tage, mal schauen, wie es mir geht. Der Platz hier ist auf jeden Fall echt geil. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, Leute, und tschüss.